We are the farmers. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir sind zu Gast bei der Firma Compark, die Düker Generalvertretung für Bayern. Und wir treffen jetzt gleich Karl, den Geschäftsführer der Firma Compark. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr uns besucht. Henning, komm rein. Und gerne. Machen wir einen kurzen Rundgang durch unseren kleinen Betrieb. Sehr gerne. Firma Compark, es sieht also neu und frisch aus. Wie lange seid ihr schon hier? Och, unsere Firma gibt es schon seit über 20 Jahren. Aber hier der Betrieb ist relativ neu. Wir haben hier vor 12 Jahren neu gebaut. Ich habe vorher eine Halle, eine Firma angemietet gehabt und vor 12 Jahren mich entschieden, einen Neubau hier zu machen in Nappburg. Und das ist hier unser Bürotrakt. Und draußen haben wir dann eine Ausstellungshalle und eine kleine Werkstatt dabei. Wie stellt sich eure Firma auf? Was macht ihr? Die Firma Compark hat zwei Standbeine. Compark ist die Abkürzung von Kommunalmaschinenpark. Unsere Stammkunden sind die Städte, Gemeinden, Behörden, also generell Kommunen. Und wir haben hier, wie gesagt, zwei Stammbeine. Zum einen die Werksvertretung der Firma Düker für gesamt Bayern und parallel einen Dienstleistungsbereich, in dem zwei Düker Bankettfräsen im Einsatz sind, zwei Kehrmaschinen, ein Unimog mit Aufbau und Dückerausleger mit Wildgrabbürste im Einsatz ist und dann noch eine Wegefräse, wo Radwege, Wanderwege, Schotterwege in Städten und Gemeinden saniert werden können. Also ihr seid nicht nur Händler, sondern ihr seid auch Lohnunternehmer, habt selber Fahrzeuge im Einsatz, genau, und seid sozusagen Praktiker. Richtig. Lass uns doch einmal durch die Firma gehen. Sehr, sehr gerne. Laufen wir kurz durch. Wir haben hier, ja, ich sage jetzt mal, ein Großraumbüro geschaffen. Die Arbeitsplätze sind nicht voneinander getrennt, sodass auch jeder von jedem alles mithören und erfahren darf. Hier haben wir dann noch einen kleinen Besprechungsbereich, wenn Kunden uns besuchen. Wenn die Firma Beutelhauser, die hier die Unimog-Vertretung hat, einen Unimog an die Gemeinde verkauft, kauft die Gemeinde direkt bei euch den Düker oder läuft das über Beutelhauser mit? Nein, es läuft immer über unsere Händler. Ja. Unsere Händler sind auch gleichzeitig die Servicepartner. Ich könnte für diese große Region Bayern das gar nicht darstellen. Und es ist eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten aus dem Hause Düker so organisiert, dass wir als Werksvertretung für das Bundesland Bayern installiert sind, aber hier nur die Unterstützung unserer Händler mit Vorführungen, mit technischer Beratung, mit Schulung, mit Ausstellungen unterstützen. Lass uns weitergucken. Gerne. Und dann gehen wir vielleicht mal raus in die Fahrzeughalle. Ja, wir stehen jetzt hier in unserer Fahrzeughalle. Hier haben wir verschiedene Ausstellungs- und Vorführgeräte für unsere Kunden. Zu den Produkten, wenn Sie hier ein bisschen was wissen wollen, da würde ich dann sagen, meine Tochter, die Sophie, wir sind ja ein kleiner Familienbetrieb, wir teilen uns jetzt hier die Aufgaben, die kann hier mal mit euch durchlaufen und zu den ein oder anderen Gerätschaften ein bisschen was sagen. Sehr gerne. Sophie, die Firma Düker, was für Produktbereiche bietet ihr alles an für Düker? Die Firma Düker hat ein sehr großes Spektrum an kommunal- und auch landwirtschaftlichen Maschinen. Zum einen haben wir die Mulcher, sowohl Seitenmulcher als auch Flächenmulcher. Was haben wir hier jetzt gerade vor uns? Das hier ist ein Ausleger, der UNA 500. Der hat eine Reichweite von 6 Metern ab Fahrzeugmitte gemessen. Das Schöne an unseren Auslegern ist, wir haben den Verschiebebereich. Dadurch können wir die Auslegerarme sehr kurz und kompakt halten und dadurch sind die einfach auch sehr, sehr stabil und torsionsstark. Okay. Von der Größenordnung her, an was für ein Fahrzeug hängt man diesen UNA 500 jetzt ran? Der passt zum Beispiel sehr gut an einen U218. Also einen sehr kleinen Unimog im Verhältnis? Genau. Ja, also an den kleinsten. Man muss eben auch gucken, dass der ausreichend Gegenballastierung hat. Aber so ist es eigentlich eine sehr schöne Kombination. Der Mulchkopf, was für eine Breite haben wir da? Hier haben wir eine Breite von 1,20 Meter. Unsere Mulchköpfe kann man auch mit der sogenannten Düker-Tastronik ausstatten. Wie funktioniert diese Tastronik bei so einem Mulchkopf? Augen hat er ja leider nicht. Das stimmt.
Nee, die Tastronik, das ist alles hier in der Aufnahme des Mähkopfes verbaut. Da sind Dehnungsmessstreifen verbaut, die permanent den Kopf verwiegen. Und so kann er eben, wenn von vorne, von der Seite oder auch von unten eine Unebenheit ist, kann der jederzeit in Millisekunden ausweichen. Dafür dann auch hier am Antriebsstrang das Kabel. Das hier ist dann für die Tastronik? Genau so ist es, ja. Aber ihr habt noch Mulcher in anderen Bereichen im Angebot. Mhm. Was haben wir hier zum Beispiel? Das ist ein UMT-13. Der hat eine Arbeitsbreite von 1,30 Meter. Kann sowohl Front- als auch Heck gefahren werden. Das hier ist dann eher so der landwirtschaftliche Mulcher. Er wird im Dreipunkt angehängt. Hier vorne waren wir ja in der kommunalen Anbauplatte. Genau. Man kann aber unsere Mulcher auch an eine Anbauplatte anhängen. Das ist kompatibel und variabel, genau. Je nach Bestellung, was man damit vorhat. Genau. Also das ist die Aufnahme für ein Schmalspurfahrzeug. Und hier sind wir eben schon im Bereich für die landwirtschaftlichen Zugmaschinen oder größere Arbeitsgeräte. Hier haben wir noch Seitenmulcher, auch im Dreipunkt. Genau, das ist der Uni-Seitenmäher mit 1,80 Meter Arbeitsbreite. Wir haben ja auch eine Seitenverschiebung von 60 cm mit eingebaut. Und das Schöne ist, in unseren Mähköpfen ist eine sogenannte Kunststoffverschleißplatte eingebaut, die man jederzeit wechseln kann. Und dadurch ist einfach das Mähgehäuse auch geschützt. Man sieht keine Steinschläge. Okay, also diese Mutternköpfe hier unter sitzt jetzt eine Kunststoffplatte, die Steinschläge abhält, weil ein alter Mulcher, der hat hier überall Dellen dann, ne? Genau, und das wird eben damit verhindert. Und außerdem hat man da auch noch ein bisschen eine Geräuschdämmung, wenn diese Verschleißplatte mit eingebaut ist. Ja, das wäre jetzt so der Mulcher, den ich gerne in der Landwirtschaft hätte, um unsere Knickfüße zu mulchen, also die Randstreifen. Und das hier kenne ich so noch nicht, dass die auch einen Seitenverschub haben. Das ist was recht Neues, denke ich, auf dem Markt. Hat die Firma Dücker eigentlich schon seit 30 Jahren. Okay, das scheint ein Alleinstellungsmerkmal für die Firma Dücker zu sein. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, diesen Seitenverschub. Lass uns weiter gucken. Hier haben wir die Heckenschere. Genau, die Dücker Ast- und Wallheckenschere. Wir haben hier eine Arbeitsbreite von 2,20 Meter und eine Schnittstärke von 10 bis 11 cm. Da kann man schon einen guten Knick mit stutzen. Diese Anbauarten, das sieht alles sehr universell und kompatibel aus. Das sind genormte Verbindungsteile der Firma Dücker? Genau, also wir haben so Schnellwechselköpfe. Da muss man nur hinten die Schraube lösen. Dann kann man das abziehen und eben an das neue Anbaugerät, Ausleger. Also man kauft sich den UNA 500 mit einer Heckenschere und einem Mulchkopf und braucht eine Schraube wechseln plus die Schläuche und dann geht es schon los. Genau, das ist eine Dücker Kehrmaschine mit Schmutzauffangwanne, Seitenbesen. Hier haben wir auch die verschiedenen Anbaumöglichkeiten, entweder an eine Unimog-Platte oder einen Dreipunktbock. Die Seitenbürste, das sind hier Stahlbürsten, die sollen dann so ein bisschen auch vom Kantstein weg den Dreck rauskratzen. Genau. Aber das ist jetzt noch keine Wildkrautbürste. Nee. Was ist das denn? Bürste, da haben wir auch ein Exemplar stehen. So sieht die Dücker Wildkrautbürste an. Hier haben wir sehr massive Stahlbüschel. Das Gerät kann man an den Ausleger anbauen. Hier haben wir auch wieder diesen Schnellwechselkopf und man kann es sowohl rechts als auch links arbeitend benutzen. Also schon sehr stabil und massiv. Also die Alternative zur Wildkrautbürste wäre eigentlich nur der Bagger oder sehr viel Handarbeit. Genau. Ja. Jetzt habt ihr hier noch einen Unimog, der ist bei euch im Betrieb wohl so nicht mehr im Einsatz. Nein, das ist die Leidenschaft von meinem Cousin, dem Michael. Der hat den Unimog selbst restauriert und ich glaube, das Beste ist, wenn er dir den mal selbst vorstellt. Ja. Hi Michael. Hallo Henning. Schönen 411er hast du hier. Ja, ein kleines Schmuckstück. Das ist deiner? Damit fährst du ab und zu zur Arbeit, so wie heute? Ja, genau so kann man sagen. Was machst du damit? Ja, wir haben den vor 6 Jahren gekauft und vor 5 Jahren dann entschlossen, dass wir den restaurieren. Und seitdem ist er eigentlich keine Arbeitsmaschine mehr, sondern nur so für
Ausflugfahrten und ja. Klasse, und das sieht richtig gut aus so. Die Unimog-Stelle, wenn du Unimog siehst, einmal hier vorne unter lang. Hier ist nichts aufgequollen, ist alles sehr gewissenhaft gemacht. Ah, der war vorher schon in einem recht guten Zustand, oder? Ja, er war nicht schlecht. Er hatte damals auch die hellere Lackierung eigentlich von den 4 Elfern. Mhm. Und wir wollten eben auch das klassische dunkelgrüne. Mehr Grün, DB6277. Genau. Schneeschild-Scheinwerfer hier oben. Hatte der mal was mit Winterdienst zu tun? Also der Vorbesitzer war im Bayerischen Wald, also in der bergigen Gegend, ein Waldbesitzer. Der hat damit seine Holzarbeit gemacht, was wir so gehört haben eben. Der hat auch die kurze Pritsche dran, da war bestimmt mal ein Reserverad dazwischen und hinten eben dann die Seilwinde dran, um die Holzarbeiten zu erledigen. Aber der wurde auch von dem Vorbesitzer gut gepflegt und deswegen auch eigentlich in einem guten Zustand, in dem wir den dann erhalten haben. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir die Kabine eben richtig aufhübschen. Dazu war sie auch beim Karosseriebauer, der uns da dann unterstützt hat, gerade mit den üblichen Stellen, die ein Unimog immer so hat. Unimog Blecharbeiten, wo geht man denn da hin? Also wir waren in der Werkstatt in Hagelstadt bei Beutelhauser. Wieder dieser Beutelhauser. Genau. Und da war nicht weit entfernt, war ein guter Karosseriebauer, der uns da wirklich geholfen hat. Der Name ist mir jetzt nicht mehr geläufig. Jo. Bereifung, das wäre wohl das nächste Thema, was du mal machen könntest. Genau, ja, das steht demnächst an. Ich spare schon dafür. Heckkraftheber, tolle Ausstattung, Heckzapfwelle sehe ich. Ja, man sieht schon. Wie gesagt, der Vorbesitzer hat den auf jeden Fall gut gebrauchen können mit Seilwinde und allem Möglichen. Hat der eine Seilwinde? Haben wir nicht mehr bekommen. Die hat er wahrscheinlich anderweitig weiterverkauft. Aber so, uns war eben wichtig die Hydraulikanlage. Früher gab es das ja auch mit Pneumatik. Aber gut, da können wir ja die. Rein von der Logik her, wenn Luft irgendwo gegendrückt und wenn Hydraulikkraft drückt. Also das waren genau. Die ersten mit Luft. Geht auch, aber geht eben nicht so. Und da haben wir dann Wert auf die Hydraulikanlage gelegt. Schliesing Häcksler, bist du mit dem auch manchmal unterwegs? Ja, genau. Wie gesagt, das Fahrzeug ist ja jetzt nur noch ein Transportfahrzeug. Wir haben jetzt hier von der Firma Compaq eben den Schliesing-Häcksler angehängt. Somit kann auch der kleine Unimog ganz große Stämme eigentlich zerhäckseln. Aber liegt natürlich daran, dass der Häcksler ein Motorhacker ist, der eben nur angehängt ist und so eben schneller mobil ist auf der Straße. Wie viele Zentimeter kriegen wir da durch? Ja, bis zu 20 Zentimeter Aststärke geht auf jeden Fall. Was ist denn da für ein Motor dran? Der Häcksler wird von einem Vierzylinder-Dieselmotor angetrieben. Und der eben mittlerweile auch schon mit AdBlue-Anlage, mit Abgasnachbehandlung eben den neuesten Vorschriften entspricht. Lass uns noch mal kurz unter die Haube gucken. Nichts mit dem Vierkantschlüssel drehen. Der hat drin. Automatik. Der Motor ist eigentlich noch in dem Originalzustand. Es war auch so, wir waren mit der Restauration fertig vor 5 Jahren. Und im nächsten Jahr kam dann die Zylinderkopfdichtung. Gut, dann musste die Haube eben noch mal ab. Aber mittlerweile läuft der Motor gut und auf jeden Fall, er ist auch gar nicht mal so undicht. Ab und an mal ein Tröpfchen, aber ansonsten. Ne. Danke für die Vorstellung. Gern geschehen. Lass uns die Haube wieder raufsetzen. Schickt uns mal eure Videos vom Restaurieren oder von euren restaurierten Fahrzeugen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung. Wir würden uns freuen und vielleicht posten wir eure Bilder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liken, teilen, abonnieren und guck mal auf die Internetseite von der Firma Compaq. We are the Farmers.